So, weiter. Och. Hm. Die gehen mir auf den Nerv. Ja, die Monstervariation ist hier noch nicht so groß. Da kommen noch ein paar mehr später, wenn ich das Gebiet hier abgegrast habe. Ich will mir gerade mal die Kiste holen. Weil Kiste halt. Das Zeug hier ist wertvoll, was man hier findet. Da ist doch bestimmt auch eine in der Ecke. Also, hier sollte man echt versuchen, sich möglichst alle Kisten mitzunehmen, weil hier wird das Zeug langsam echt wertvoll. Ich meine, man kann jederzeit wieder hier hingehen. Das ist, also ich könnte von hier aus jetzt auch irgendwie wieder zurückgehen. Das ist natürlich storytechnisch völlig unlogisch, dass man jetzt hin, rein und rausfliegen kann, wie man will. Als wäre, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Phantomring, ist das, hat das Ding neue Monster? Oh, Nässe, Schütze und Stromsog, das ist doch geil. Das ist doch geil. Da schmeißen wir das Band für weg. Nässe, Hitze und Stromsog. Das heißt, Nässe, Hitze und Strom kann mir völlig am Arsch vorbeigehen. Ah, unser altbekannter Kumpel mal wieder. So, was haben wir in der Kiste hier? Jetzt wäre es natürlich sehr blöd, wenn man den Wasserfall runterläuft, ohne die Kiste mitzunehmen. Ist mir schon passiert. Ja, gut. Ich will nicht weiter drüber reden. Dummheit muss halt mal bestraft werden. Das ist einfach ein Fakt, den kann man nicht abstreiten. Das Leben ist kein Ponyhof. So. Diesmal schaffe ich es aber. Yay. Spezialsphäroid. Ich sag, dort lohnt sich. Spezialsphäroid ist, ja, sehr gut. Was sind denn das hier? Das ist, es ist herrlich. Diese FPS-Einbrüche. Ich habe hier so eine Anzeige. Oh, oh, jetzt ist ganz hart. Das ist klasse. Ich habe so eine Anzeige hier. Ich habe eine G15, da habe ich eine Linienanzeige meiner FPS. Das ist immer klasse. Hast du 15 Minuten lang irgendwie eine gerade Linie und dann plötzlich krach. Bumm unten, als wenn die Wirtschaft gerade mal wieder total abgekackt wäre. So eine Linie ist das dann. Das ist herrlich. Und du denkst dir nur, was soll das? Ja, das sind die Probleme, die man beim Aufnehmen hat. Das ist traurig. So, wir müssen wieder hier lang, aber diesmal gehen wir hoch. Ist ja logisch, weil unten waren wir schon. Zweimal. Geradeaus konnten wir nicht, weil da war der Wasserfall im Weg. Deswegen muss man halt diesen Umweg nehmen da. Orange startet immer. Ja, ich vergesse das immer. Er hat Erstangriff auf seiner Superwaffe. Ich sollte ihm eventuell mal einen Schuss geben, dann geht das Ganze schneller. Ich weiß auch nicht hier. Ich habe mir das Innere von Sinn irgendwie anders vorgestellt. Nicht so ein schön gegliederter Weg, also so eine Einladung, dass die ihn mal kaputt hauen, das ist ja irgendwie schon komisch. Und Monster im Inneren, ich weiß auch nicht. Gut, also wenn es Spaß macht, Hausparty im Inneren von Sinn. Ja, herrlich. Oh, der geht mir jetzt aber auch hier langsam. Oh, na komm, außer rein. Nee, ich hau dich auch nicht mehr kaputt. Du tust mir viel zu sehr leid. Du bist auch schon fast ausgestorben. Also, kann man echt nicht machen. Ja, das geht auch nicht. Das kann man nicht verantworten. Oh, die Gesellen. Bei denen müsst ihr echt aufpassen. Also, es sind immer drei Stück, das ist so gewollt. Und wenn man da keinen Konfusschutz oder sowas hat und die einen Hinterhalt haben, dann sind unter Garantie, wenn ihr keine Erstschlagwaffe habt, seid ihr tot, weil die machen alle Chars von euch konfus und dann seid ihr einfach weg, dann kaputt, aus. Ist nichts mehr mit. Ja, ja, hau da. Ich meine, Gott sei Dank habe ich mit Orin jemanden, der Erstschlag hat, also mir kann es egal sein. Wenn hier irgendjemand kommt mit Hinterhalt, irgendwas Böses, Mai und Schiss und Judis.
Hier muss ja irgendwo noch eine Kiste sein. Kein Wasserfall, kein Wasserfall, kein... Ne, hier ist nichts. Okay, gehen wir hoch. Mir doch egal. Dann gehen wir halt hoch. Ja, ja, ich kenne auch schon. Live and let live. Da vorne ist ein Speichersphäroid. Ich ahne schon wieder was. Ja gut, ich ahne, was ist falsch gesagt. Ich meine, ich kenne das Spiel, ja. Live and let live. Die kennen wir auch schon. Ja, ich meine jetzt bei allem, was hier, was wir schon gesehen haben, mal wieder abhauen hier, weil das ist unnötig. Das ist einfach... Ich meine, ich weiß, dass ich sie down haue. Insofern, ich brauche sie nicht 50 Mal down zu hauen. Nur wenn ein anderer Gegner kommt, dann ist das natürlich interessant, aber... Ja, 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 komm. Der Dreier. Ja, der Flotte. I'll be right back. So, kurzes Save. Save. Kurzer-Save. Kann ich mich nicht rausreden, wieder mal verquatscht. Kurzer-Save. Und dann gehen wir hoch. Eine Treppe im Inneren von Sinn. Gut. Hat auch noch verschiedene Ebenen. Yay, wen sehen wir denn da mal wieder? Ein altbekannter Freund. Servus, grüß die Euder. Was geht? Unglaublich, der Kerl. Don't you ever give up? Sin has chosen me. I am part of Sin. I am one with Sin forever. Immortal! Sin just absorbed you. I will learn to control it from within. I have all the time in the world! Since you were gracious enough to dispose of Unalesca, the only means of destroying Sin is forever gone. Now nothing can stop us! Icke, Icke! Well, we can. By all means, try! You should thank me. Your death means your father's life. Yay, mal wieder ein Fight gegen Sin. Tell me something new. Das sieht mir nach Feuer aus. Ja, wer hätte es gedacht? Die Teile, die auf ihn zeigen, sagen, was als nächstes kommt. Das ist nicht sehr überraschend. Hast du einen Panzer? Gut, schau mal einfach mal. Nö, hat er nicht. Ja gut, dann ist das ja hier... schnell erledigt, wollte ich sagen. Aber das... Ja gut, dann machen wir mal... Hauen wir mal mit Sin eine... Quatsch, mit Sin eine rein. Mit Titus eine rein. Alter, 22.000, ey. Ach komm, du gehst doch gleich ins Grab. Na gut, ins Grab geht er nicht. Da hat er ja schon oft genug die Chance zu. Ich weiß auch nicht, warum wir ihn nicht langsamer besegnen. Das ist echt mal der Zeit. So, zweimal Eisgar. Q. Das könnte aber ein bisschen mehr Damage machen eigentlich. Naja, was soll's. Oh my goodness, Feuer! Oh. Macht er es jetzt viermal oder was? Das wäre aber ziemlich bitter. Alter, nicht so viel Damage auf Tipp. Alter, Verwalter, du. Ja gut, Aurin kannst du machen, das ist egal, der hat genug HP. Titus, bitte nicht Lulu, bitte nicht Lulu, bitte nicht Lulu. Puh, Glück gehabt. Ah, da kommt der Konter, das war natürlich dumm von dir, Junge. Das war dumm, das war schlechte Planung. Wollte ich nur mal sagen. So, jetzt geben wir mal schön eine mit Aurin rein. Ah, die Suppression oder Holositrit oder Suppression. Ja, nehme Suppression, komm. Kriegst jetzt die Suppression in die Fresse. Ich hoffe, ich krieg die Ekstase hin. Beim letzten Mal habe ich sie nicht hingekriegt. Das ist Koordination hier. Hand, Auge, Fuß und hier Controller, alles. Muss du da. Unglaublich.
schon! Bam! Vernichtend! Nice one! Nice one! Opfer! Jetzt stopp endlich mal richtig, aber so für immer und so. Das Wort sterben heißt nicht umsonst sterben. Also, jetzt ist immer Schluss hier mit Seymour. Oder? Man weiß es nicht. Yuna könnte sich auch endlich mal auf ihren faulen Arsch setzen und Seymour besegnen. So, it is you, after all, who will send me. But even after I am gone, Spira's sorrow will prevail. Na, Halleluja, es geht ja doch. Ja, die AP, die man für die Fights kriegt, sind nicht überragend. Buckler weg, den brauchen wir nicht mehr. Und dann, ja, passt das so. Ne, ich geh nochmal zurück und geh nochmal gerade saven. Das ist mir jetzt hier zu anspruchsvoll. Der Part ist wieder labyrinthmäßig, glaube ich, war das sehr. Außerdem gehen wir schon aufs Ende zu bald. Und das will ich ja nicht so schnell raushauen. Das muss ja hier großen Trommelwirbel und so einfahren. Ja. Kilos hat wieder am meisten Punkte. Der macht eh schon. Nee, egal. Macht eh schon genug Damage, aber was soll's. Gut. Für heute soll das genügen. Wir haben Seymour einen in die Fresse gehauen, wir haben Sin einen in die Fresse gehauen, was will man mehr? Das ist ein herrlicher Tag. Ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao.